Stefan ist ein bisschen gestresst in seinem Job, in seiner Arbeitsstelle und will ein Nebenbusiness starten mit dem Ziel, mit dem Traum, irgendwann auf das umzusteigen, was ihn wirklich begeistert. Mein Name ist Hans Steiner. Danke fürs Reinschauen. Okay, ich habe dieses Gespräch geführt gestern, aber es ist sinnbildlich auch für andere Menschen, die uns anfragen. Das kommt immer wieder vor. Hey, ich will etwas nebengeleisig starten. Das heißt, ich will jetzt während meiner 100% Anstellung irgendwas Neues starten. Wie soll ich das angehen? Brauche ich eine Website oder nicht? Ich habe den Namen geändert, aber das gilt vielleicht auch für dich oder für jemanden, den du kennst. Dann weiter teilen. Okay, soll er eine Website haben? Er hat angerufen und gesagt, ja, eigentlich suche ich eine Agentur. Ich will, dass ich eine Website habe, wo Leute sich schon mal eintragen können für mein Angebot. Und dann haben wir ein bisschen weiter gesprochen und ich habe ihm gesagt, dass niemand dieses Formular ausfüllen wird. Es wird einfach niemand dieses Formular ausfüllen. Da kann die Website noch so gut sein. Du kannst davon ausgehen, von alleine wirst du kein Business machen. Eine Website alleine ist kein Online-Marketing. Das ist ein wichtiger Punkt. Eine Website mit Kontaktformular ist kein Online-Marketing. Und auch wenn du dann hingehst und ein bisschen Google Ads draufschickst, dann ist das noch kein sinnvolles Online-Marketing. Also braucht Stefan überhaupt eine Website? Meiner Meinung nach ja. Aber nicht nur eine Website in einem Konstrukt. Und das tönt vielleicht ein bisschen kompliziert. Es ist natürlich ein bisschen komplizierter als nur eine Website, die nichts bringt, hinzustellen. Was braucht er? Er braucht eine Website mit wenig Inhalten, aber mit den richtigen strategischen Inhalten. Er braucht meiner Meinung nach mindestens eine Seite auf seiner Website, das so, wir nennen das Epic Blog Post ist. Ich erkläre das in einem Blogartikel, den ich unten an diesem Video verlinke. Ein Epic Blog Post, etwas, das er bewerben kann, das interessant ist und das hilfreich ist und viele Leute da das gerne lesen und das auch gerne weiter teilen würden. Aber es bringt ja ihm auch nichts, wenn viele Leute das lesen und weiter teilen. Er muss die Leute weiterführen. Und dazu habe ich auch ein Video. Er braucht E-Mail-Adressen, er braucht ein Lead-Magnet. Er braucht ein Lead-Magnet. Das ist etwas vom Ersten, das ich machen würde, wenn ich mich teilselbstständig mache oder ein Nebenbusiness starte. Das, was du genau in dieser Situation brauchst, ist eine Website mit einem Lead-Magnet und mit einer kleinen, super einfach umzusetzenden E-Mail-Serie, die so wie das Kennenlernen ist. Und das läuft dann für dich, während du 9 Stunden am Tag im Büro sitzt und dich langweilst. Das läuft im Hintergrund für dich. Das läuft im Hintergrund für dich, wenn du im Urlaub bist. Das baut deine E-Mail-Liste auf. Leute lernen dich kennen. Ich war mal in Lima, bin in ein Flugzeug gestiegen und die Person vor uns drehte sich um und sagte, seid ihr nicht Steiners? Und ich kannte ihn nicht, aber er kannte uns, weil wir ein solches System im Einsatz haben. Also Website mit einem Epic-Blogpost, das teilwürdig ist, aber das alleine reicht nicht. Die Leute, wenn sie das gut finden, müssen sich für etwas eintragen können, also ein Lead-Magnet dazu und eine simple E-Mail-Serie. Das würde zum Start mal reichen. Dann ist es natürlich die Frage, wie bringen wir Leute auf diesen Epic-Blogpost? Und dazu müsste er wahrscheinlich Dinge einsetzen wie Google Ads, wie LinkedIn Ads oder Facebook, Instagram Ads, also Anzeigen auf diesen Plattformen. Und dann hat er eigentlich schon ein fertiges System. Wir haben 10 Punkte zusammengetragen in einem Artikel, das ich, wie gesagt, unten verlinke. Wenn du in einer solchen Situation bist, du startest etwas nebenbei, du brauchst ein System. Du kannst ja nicht 9 Stunden im Büro arbeiten und dann nochmal 8 Stunden an deinem Business arbeiten. Dein Business muss an sich selbst arbeiten und das geht. Und auch wenn du jetzt schon dich selbstständig gemacht hast und bisher nur eine Website hast mit einem Kontaktformular, dann geh auch diesen Schritt, lies trotzdem diesen Blogartikel und überlege dir, was davon ist für dich relevant. Auch du brauchst ein System. Du musst wissen, dass auch wenn du
viel zu tun hast, was ja wünschenswert ist, wenn du selbstständig bist, dass im Hintergrund dein System für dich arbeitet. Wir haben Kunden, Kundin, die hat über 250 neue Kontakte pro Monat von ihrem System, das im Hintergrund läuft. Sie hat sehr viel zu tun sonst in ihrem Business und hat nicht Zeit, da einzelnen E-Mail-Adressen nachzurennen. Sie braucht ein System und ihr System arbeitet für sie, auch wenn sie 2 Monate weg ist. Setzen wir selber ein, setzen wir für Kunden ein und das kann eine sehr große Erleichterung sein für dich. Und stell dir vor, der Tag kommt, an dem du dich 100% selbstständig machst und du hast schon etwas aufgebaut, du hast schon Kontakte, Leads und du kannst natürlich von einem ganz anderen Level starten, als wenn jemand aus einem Burnout oder irgendwas sich sofort selbstständig machen muss und dann überfordert ist mit der ganzen Situation. Also so früh wie möglich dieses kleine System aufbauen, lies den Blogartikel dazu, wo wir mehr ins Detail gehen und schau unser Webinar dazu auch. Wenn dir diese Tipps und die im Blogartikel dann weiterhelfen, bin ich natürlich dankbar, wenn du das weitererzählst an Leute, die sich vielleicht genau jetzt selbstständig machen. Teile das Video doch weiter oder schick ihnen ein E-Mail, denn wir glauben, wir sind überzeugt, diese Leute können profitieren davon und können sehr viel Stress verhindern, wenn sie Systeme einsetzen, die für sie arbeiten. Okay? Ciao!